I always thought that urban legends were fairy tales, but 2 years ago, I attended Leafmore High, an old and respected educational institution that was run by the Friedman brothers, Leonard and Herbert, twin brothers that had specialized in experimental botany. Life was beautiful then, and I remember so many good times with my friends Ashley, Josh, Kenny, and Shannon, until Herbert Friedman decided to use the students as guinea pigs for an experiment that would save the life of his diseased brother Leonard. All of us were infected with mutated spores that Friedman released into the air. To survive, we had to kill our teachers. After that night, I did a lot of bad stuff and ended up in prison. But I served my time without protesting. I'm out now, and I just want to forget about Leafmore and everything that happened there. Okay, I'm coming with you. So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme, zu einem neuen Projekt. Es ist Obscur 2. Let's go, Sven is waiting for us. Ja, May, kleinen Moment. Diese Leute kennen wir nicht. Im Intro gerade haben wir hier, ich weiß nicht, wen gehört. Ich glaube Stan. Nee, Stan hatte eine andere Stimme. Aber die Stimme kam mir jetzt nicht bekannt vor und der Typ am Steuer auch nicht. Deswegen weiß ich nicht, wer das gewesen sein soll. Und, ich muss zugeben, den Anfang habe ich jetzt schon gespielt. Und mein Kater macht wieder Blödsinn. ich habe den Anfang schon gespielt und habe so viel aus Versehen übersprungen, weil ich immer die Story weiter vorangetrieben habe, ohne dass ich das wollte. Ich habe halt, bin in die falschen Räume reingegangen, die die Story halt weiterbringen und nicht in den Rest zu gucken. Und habe am Anfang so Probleme gehabt, das ging überhaupt nicht. Mein Bruder, ich liebe das Durcheinander, so bin ich eben. Ja. Und ich habe so gehangen, schon komplett am Anfang. Ich weiß jetzt, woran es gelegen hat, deswegen habe ich gedacht, machst du nochmal eine neue Aufnahme. Anfang, den ersten Anfang konnte ich mich echt nicht zumuten. This bed has seen a lot of girls come and go. Pig? But you're the only one who stayed, May. Wir spielen Corey, das ist May, anscheinend unsere Freundin. Es tut mir leid, wenn ich jetzt... Nee, ist schon gut. Tut mir nicht leid. Falls ihr irgendwelche Geräusche hört, macht die Katzen wieder Blödsinn. Hier kann man nichts mehr machen. Ich habe mir mit diesem Skateboard schon fast alle Knochen gebrochen. Ich kann mal gerade kurz gucken, ob die Einstellungen sich jetzt geändert hatten, weil ich spiele halt wieder mit Xbox-Controller. Kameraeinstellungen, Bewegungen waren okay, Aktionen sind das die Sachen, die ich drin hatte? Ich weiß es gerade nicht. Fähigkeit. Machen wir hier drauf. Laufen. Laufen geht gar nicht. Okay. Und in P2 eintreten, verlassen. Also Spieler 2. Wir spielen nie mit zweitem. Braucht man nicht. Der Rest ist okay. Aber ich muss noch kurz im Schnellmenü was gucken. Menü öffnen, schließen. Da brauchen wir einen Knopf. Und weil ich die zwei schon vergeben habe, geht das nicht. Ich überlege gerade. Nö. Probieren wir es mal so. Weil, genau da erzähle ich euch später was zu, wenn wir an diese Stelle kommen. Weil ich habe übelst Probleme bei einer Stelle gehabt. Einfach nur, weil ich dieses doofe Menü nicht aufgekriegt habe, weil es nicht angezeigt wurde. Okay. Give me my camera! I'll get you the tape later, man. I don't wanna see you on it. Open up, piece of crap! Suche Schlagzeuger für Rockband. Gute Schlagzeugkenntnisse, langes Haar und eine außergewöhnliche Toleranz hinsichtlich Alkohol erforderlich. 555
und weiter bei mir. Leicht besoffen. Walking around on your bare feet in here means you'll be picking mushrooms from between your toes. Hört ihr das? Das ist einer am Kacken. Das ist nicht so genial. Der drückte und furzt und dann ploppt da wirklich was in die Schüssel. Also, boah. Gut, dass... Gut, dass der keinen Durchfall hatte. Ey, lass mich raus! Ja, das allseits bekannte Problem gibt's immer noch. Die Weiber stellen sich einem immer in den Weg. Jeez, Sven can be really weird. Let's go! Komm, feier mit uns heute Abend im Raum 200. Sogar auf dem Klo ist die Mucke. So, okay, Rest. Backed up again! This is too gross! Hier gibt's sonst nichts. Hier gab's gar nichts. I have an exam tomorrow, you idiot. If I fail, you are so dead. Wir können aber wenigstens ein bisschen die Kamera umstellen, nicht wie beim ersten Teil. Zu verkaufen. LTD Wagon Wagon Modell 1975, 300.000 Kilometer, durchschnittlicher Zustand, jedoch mit breiten Rücksitzen, die für kreatives Tonen, egal wo und wann geeignet sind, säubern erforderlich. Preis und Verhandlungsbasis 5,5,5,3. Ja, ich will gar nicht wissen, was da alles an verkrusteter Kacke drin ist. Also keine Kacke, sondern ihr wisst schon, was ich meine. Ich trinke immer von diesem Wasser, wenn ich einen Kater habe. Nur wenn du einen Kater hast. Es ist meine Schuld, dass er außer Betrieb ist. Was hast du damit gemacht? Und Enter. Geht nicht. Ich kann einen Mülleimer umschieben. No, it's not just a physical thing. Really. I have to go now, sorry. Well, that's a really nasty tattoo Matt has on his arm. Verschlossen. Matt? Wo ist Matt? Ist das der? Da? Was der sein? Doch, keiner. I'm gonna kill that bastard! He's blocked the door! Okay. Suche Damenmodelle, Alter 18 bis 25 Jahre für einen Amateur-R&B-Clip am Schwimmbad des Studentenheims. Das technische Team ist komplett. Bewerbungen werden für die Position nicht akzeptiert. Suche auch ca. 30 Kilogramm Goldanhänger und Ketten. 555. Die Nummern hier fangen alle mit 555 an. Wieso auch immer. Wir sollten nicht einfach so Häuser von fremden Leuten haben. Was? Okay. So, es ist verschlossen. Hier, sie ist verschlossen. Der Typ, dem das Zimmer gehört. Okay. Aufforderung für Studentenpaare. Bitte vergesst nicht, dass die Schalldichte der Zimmer in diesem Studentenheim fast nicht existiert. Und dass es noch Personen gibt, die bis nach der Hochzeit auf dieses Vergnügen warten wollen. Nicht von anderen in Festung geführt werden wollen. Danke. Ja, genau. Ein Automat ist... Das ist mal... Wieso bist du an allen Dingern schuld, dass die kaputt sind? Heute Morgen, Donnerstag, den 3. habe ich ein rosanes Spielzeug in meinem Bett gefunden. Die Person, der es gehört, kann es im Zimmer 206 abholen, muss jedoch erklären, was in der Nacht zum Donnerstag passiert ist. Harley. Rosa Spielzeug, am besten noch schön benutzt mit... Nein. Diese Tür ist blockiert. Da ich ja jetzt weiß, wo die Story weitergeht, werde ich natürlich immer alles andere erst abziehen. Hey, dude, go stare at somebody else. Ey, komm, ey, am liebsten würde ich dich schlagen, wenn ich nur. How about coming to my bedroom? I've got some Barry White and vodka. Do you have a water bed? Als Student, natürlich. Okay, dann. Come in. Here, smell this. It'll melt your nostrils. Wow, what's in there? Everyone on campus has been making tea with this flower for a month. It's time we tried it. Hey, neighbors. Hey! Kenny, what are you doing? Great, my sister. Come over here, now. I'll see y'all at the party. Weird family. Do you think they'll let us into the Delta Theta Gamma party?
It's really exclusive. If you're with me, it won't be an issue. Crap. What the hell am I doing here? Bin ich wieder. Wir haben also anscheinend Hallos. Hier geht's noch weiter. Okay. Und hier habe ich bei meinem, als ich das erste Mal aufgenommen habe, habe ich hier vollgehangen. An so einer richtig dummen Deppenstelle. Also eigentlich, wo nichts Schlimmes ist. Da hinten liegt wer. Das ist Bay. Kamera ist ein bisschen doof zu drehen. Wo kann ich denn da? Da, May? Da liegt sie. May, what's going on? I don't know. What is that place? Sven had better not be playing tricks on us. Ich dachte gerade, ich hätte einen Schatten gesehen, war wohl nichts. Jetzt muss ich erst wieder gucken. Jetzt geht das nicht. Jetzt muss ich echt nochmal umstellen, kleinen Moment. Bewegungen. Nee, das war's nicht. Das war's nicht. Waffen wechseln, Aktionen, das war's. Aktion. Aktion A. Angriff A habe ich doch. Sperren. Das war das hier. Da fehlte doch noch ein Knopf. Okay. So. Ja. Dadurch, dass ich das jetzt gespielt habe, geht natürlich ein bisschen die Gruselatmosphäre verloren, weil da habe ich mich echt übelst gruselt. Here lies Corey Wilde, who lived in anger and died because of it. Who wrote this crap? Huh? Who? Okay. This is freaking me out. We'll have to go through the cemetery. Here lies May Wang, who only loved her sister because it was like looking in a mirror. Not true. I love her as a person. Er liebt seine Schwester doch. So halt. Er will uns wie niemand ärgern. Nicht weiter, damit du Bescheid wisst. Ah, nee, das war sie. Da. Don't hurt me. No. Hey, let her go. Hey, you. Stop. Hey. Crap. Und das musste ich nämlich, da habe ich übelst gehangen, weil man muss da volle Pulle draufhauen. Ich wusste nicht, dass der dann so einen Ausfall, Knüppel, also Schlag macht. Und deswegen habe ich da übelst gehangen und wusste erst gar nicht, wie ich weiterkomme. Voll dumm. Come on, you jerk! Let her go! You're gonna deal with me! We gotta do something! Jetzt wird's wieder ein bisschen gruselig, weil, es ist so eng hier. Coming. Can you feel it? Ich merke, es ist eine richtig widerliche Atmosphäre. Wir können hier in keine Räume rein, damit ihr Bescheid wisst, wieso ich hier vorbeilaufe. Go again. But what's going on? Anders als das andere Mal. Wir können nicht zurück. Scheiße. Toll. Was ist das? Ist das so ein Vieh vom ersten Teil?
the other half of me. I'm here, June. June! I need the other half of me. Und genau das meinte ich nämlich gerade, weil wir sind hier schon vorbeigelaufen. Oder? Ich habe das schon mitgekriegt, aber ich erschrecke mich jetzt trotzdem. Wieso? He desires me, Sven. Oh. They all want me. Now, Corey, you bastard. Stop, Sven! Just stop! Boah, wie das beim Zielen so. Look at me. See how satisfied I am. Pleasure has opened its petals inside my body. A new flower will blossom, and it will be the one that men will not be able to have. What are you saying, Amy? Und hier ist nämlich auch so eine Szene, wo ich eigentlich noch was ausprobieren wollte. Das sieht hier für mich, finde ich, schon ziemlich verdächtig aus. Und, hier sieht es aus, als würde es noch weitergehen. Deswegen bin ich da auch nicht erst rangegangen. Jetzt will ich mal gerade gucken, was hier passiert. Gar nichts. Ist nix. Ah, okay. Habe ich letztes Mal ja doch nichts verpasst. Gut. Ich habe immer das Talent, direkt das, die Hauptquest zu triggern irgendwie. Ja. Hier sind ganz viele Blumen. Nur kleiner. Aber die sieht schon geil aus mit dem Lila hier. Das ist echt ätzend. Oh, my head feels like it's gonna explode. Ich wollte nur mal gucken. Ich dachte halt, vom Kotzen wäre die Brille grün, aber die ist insgesamt so gelb-grün. Damit man wahrscheinlich die Kotze nicht so sieht. Oh, ich finde das ganz schlimm damit zu. Wir kommen auch nicht mehr in unser Zimmer. Lost my keys. May might have them. I better go and see. Oh, that's much better. Much better. Bist du durch einen Energy Drink komplett geheilt? Also, ich glaube, ich muss auch anfangen, die Dinger zu trinken. Ein altes Telefon, das manchmal für einen Spielautomat gehalten wird. Und, ja, das war jetzt so eine Illusion hervorgerufen durch diese Blume, die wir da geschnüffelt haben. Bitte komm wieder zurück, Susi. Ich weiß, es war falsch, aber es war keine Absicht. Ich habe gestern Abend so viel getrunken und die Lichter im Schlafzimmer waren aus. Ich wusste nicht, dass Freddy in deinem Zimmer verbringen würde. Er hat eine Beschwerde eingereicht. Ich bin so einsam. Vergib mir, Billy. Armer Ted. Naja, und arme Susi. Der Streberclub muss billig weiterhin die Protzelei und das Mobbing denen, die Mitglieder des Clubs ständig zum Opfer fallen. Eines Tages werden wir eure Chefs und Manager sein und wir wollen euch darauf aufmerksam machen, dass es auf diesem Campus nicht einen einzigen Streber gibt, der sich nicht die Namen dieser Tyrannen für spätere Referenzen notiert. Der Streberclub. Achso, das ist dasselbe. Okay, hier geht's gleich weiter, aber erst gehe ich nochmal kurz runter.
um euch zu zeigen, dass wir da unten nicht vorbeikommen. Weil, ganz klar, wir können nicht an... The way to the exit is blocked. I better find another way out so we can find May. Wir können nicht an Klopapier vorbei, weil das ist Stahlklopapier. Das ist so fest, das kriegen wir nicht weg. Und die Matratzen, da kann man nicht drüber klettern. Das sind auch, ich weiß nicht. Das sind so Stachelmatratzen, da können wir nicht drüber klettern. Da kommen nur Stachel raus, wenn wir das versuchen. Und there's no choice. I have to go that way. Deswegen geht das halt nicht. Und wir haben die einzige Möglichkeit ist, uns rumzuhangeln. Weil es gibt halt nur den einen Ausgang und in der Schule ist yeah, noch komplett alles. Yeah, that's zu. What I'm talking about. Das ist so geil. Vermisst, ich habe meine Freundin bei Mai Gamma 4 Abend am Samstag, den 3. März, verloren. Sie ist blond, hat grüne Augen, eine super Figur und trägt eine sportliche schwarze Hornbrille. Das letzte Mal, als sie sah, trug sie einen roten Spitzenbüstenhalter. Und die dazugehörigen Schlüpfer natürlich. Ich liebe sie sehr. Eine Belohnung für die Person, die mir sagen kann, wo sie sich herumtreibt. 555, natürlich wieder eine 5er Nummer. So. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Gehen wir direkt runter. War da noch was zu lesen? Ah ne, das war das. Okay. I hope that May is okay. That nightmare was really horrible. Der war echt übel. Total, also auch von der Atmosphäre her echt ätzend. Wir möchten die Studenten darüber informieren, dass wir den Stalker, der Strumpfhosen aus den Zimmern des Studentenheims gestohlen hat, erkannt haben. Es ist Mr. Ward, Soziologieprofessor. Der Perverse wurde ertappt, als wir ihn mit teurer Unterwäsche köderten. Unser Dank geht an alle Schwestern des Campus, die dies ermöglicht. Ist dasselbe, ne? Ja. Oh, hier geht's weiter. That's why I like living in a student dorm. Okay, I'll be... Get lost, you jerk! Oops, sorry. Fand ich super. Ist auch cool gemacht. Ich gehe nochmal gerade zurück, weil ich wissen wollte, ob die andere Tür jetzt zu war oder nicht. Die ist zu. Okay, weiter geht's. So, und hier habe ich auch automatisch den richtigen Raum genommen. Könnte mal gucken, aber es würde May... Aber was würde May denken? Ja, gerade war sie noch Schnuppe. Diese Tür ist verschlossen. Exotische und humorvolle Postkarten. Ich habe gerade erotisch gelesen. May's probably in her room. I have to find out if she's okay. Die ist auch zu okay. Dann habe ich letztes Mal gar nicht so viel verpasst, aber natürlich immer mal durchgucken, weil man weiß ja nie, ne? Diese Ausgabe des Campus Journals beinhaltet eine frühe Auswahl von Sommerjobs. Bald verfügbar Fernsehverkaufsagent für Zahnprothesen. Handelsvertreter für neue Windelprodukte, Videospieltester und Stresstester. Also das Videospieltester wäre was für mich. Für den weltweit führenden Vaseline-Hersteller. Videospieltester für den weltweit führenden Vaseline-Hersteller? Na gut, dann wäre das vielleicht doch nichts für mich. Für zusätzliche Angebote schreiben Sie sich bitte ein. Für kürzlich gelieferte Proben sucht das Virologielabor Testpersonenbezahlung, die in einer hervorragenden körperlichen Verfassung sind. Wir suchen außerdem den Studenten, der uns kürzlich abhanden gekommen ist. Er wurde dem Gelbfiebervirus ausgesetzt. Rufen Sie uns an unter 555. Kennen wir ja. Das hatten wir. Automat für raffinierten Zucker und schlechten Kaffee. Okay. Kann man nicht dran. Weiter. Oh, it's you. Ach, my head. Here, drink this. It worked for me. We're already late for the Delta Theta Gamma party. Will your sister come with us? Oh, leave her. She's exhausted. I hope there'll be some cute guys there. Right. What about me then? You're not a guy, Kenny. You're a friend. No comment. We're gonna have a hard time getting in without the twins. They know some guys from the Brotherhood, unlike us. Don't worry, I'm on it. Ich dachte gerade, es kommt jetzt nochmal eine Videosequenz, deswegen wollte ich die Kamera ausblenden, aber kam keine. So, wir sind Kenny. Kenny kennt ihr noch. Kenny sieht auch nicht anders aus, aber er hat andere Stärken. Die kann ich übrigens gleich mal vorlesen. Es gibt nämlich wieder schön was zu lesen. Diese Blechkiste hat mit Sicherheit kaum ein Mädchen auf Touren gebracht. Ja, das glaube ich auch.
Warte. Kann man nichts machen? Nö. Ein Kombi, auch bekannt als Schlafzimmer auf Rädern. Was war denn das für ein Geräusch? Sieht eher aus wie so ein Leichenwagen, bloß in Silber. Das ist das Auto eines Studenten, der großzügige Eltern hat. Ah, BMW oder Audi, ne? Okay. Los geht's. Diese Statue wurde von Richard Salino angefertigt. Ja, als ob Kenny das interessieren würde. Es ist verschlossen. Die Party ist sowieso nicht hier. Also hier, ja. Egal, auch wenn ich es falsch vorlese, es ist der gleiche Sinn. Also. If you fancy a drink, I took a leak in the corner earlier. Get lost and take your bimbo with you. Ey, es ist kein Bimbo, du Arschloch. Das dürfte für May kein Problem sein. At last we'll be able to let our hair down. Also muss ich wahrscheinlich mit May nochmal hier hin, oder? Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier durch. Ne, wir bleiben kurz hier und dann lese ich mal wieder vor, weil wir haben wieder ein Menü mit Waffen und wir haben keine Waffen. Wir haben einen Energy Drink, diesmal kein Monster, sondern keine Ahnung, was von wo das abgeguckt ist. Und so, Corey Wilde ist ein Stalker, Corey Wilde ist ein Skater. Dem Schmerzen nicht fremd sind. Corey ist der lebende Beweis, dass der Mensch vom Affen abstammt und dass Evolution nicht immer zu Fortschritt führt. Er ist ein Neurotiker, der ein angeborenes Talent für Selbstmordakrobatik besitzt. Wenn es um sein Auto geht, ist er ein totaler Monogamist und betrügt dieses nur mit May, seiner offiziellen Freundin. So. May Wang gehört zu den Hardcore-Videospielfanatikern. June, ihre Zwillingsschwester, die sie verehrt, ist ihre einzige Rivalin in diesem Gebiet. May hat die schlechte Angewohnheit, alle Kommunikations- und Sicherheitsgeräte, die sich in Reichweite ihres PDAs befinden, zu hacken. Das Leben ist für May das aufregendste Spiel von allen und am liebsten spielt sie es mit Corey. So, hier unten steht auch immer Corey Akrobatik, May hacken. Das ist Kenny und Kenny ist diesmal nicht schnell, sondern stark. Ehemaliger Leafmore High-Student, ich will jedes Mal Highschool sagen, High-Student. Und Vollzeitschönling Kenny Matthews geht Ärger oder anderen Hindernissen nur selten aus dem Weg. Er verwendet rohe Kraft, um sich seinen Weg zu bahnen. Als gefeierter Quarterback hatte Kenny reichlich Gelegenheit, die Damenwelt von Fall Creek zu erobern. Geht es jedoch um seine Schwester Shen, schlüpft er ganz schnell in die Rolle des kleinen Bruders. Amy kann entziffern. Eine echte Blondine und Miss Wett-T-Shirt auf dem Campus ist Amy Brooks, zum Teil für die verdächtige Schwüle unter vielen Bettdecken der Jungs von Fall Creek verantwortlich. Jedoch lässt sie ihre phänomenale Geschicklichkeit beim Entziffern und Zerlegen von fast unmöglich zu entziffernden Codes und Puzzles in eine Liga aussteigen, in der selbst ein Frauenheld ihr nicht die Hand reichen kann. So, anscheinend kriegen wir hier noch 5 Leute. Ich weiß es nicht. Sieht zumindest so aus. Ich kann es aber auch nicht mehr sagen. Das Spiel ist schon ewig her. Ich kann es leider nicht auf Deutsch stellen. Es gibt es nur mit Untertitel. Ich glaube, das habe ich noch nicht erwähnt. Das wollte ich nämlich unbedingt noch sagen. Die Steuerung habe ich jetzt so eingestellt, wie sie eigentlich vorher war. Wird sich am besten klar. Once we're inside, I'm heading straight for the bar. So he lit the match and held it near his pants. Dude, the smell, the explosion, it was awesome. It was total crap, dude. Ja. Komm, du kriegst den, weil ich will mir gleich was anderes. Yup, everywhere. Maybe this'll change that bouncer's mind. Don't be a pain, Kenny. We're in. It's cool. Wir sind da noch gar nicht dran. Gut, die Tür ist auch blockiert. Are you sure this is a good idea? Of course. This place is full of kids whose folks are doctors or surgeons. Kids from good families who spend their cash partying hard. Yep, we're getting wrecked at their expense. I like to see you work out. Yeah, does it make you all hot and sweaty for me? I could use the exercise. Don't worry. I'm sure someone will take pity on you inside. Also die steht
steht nicht auf Kenny, aber die steht drauf, wenn er trainiert. Keine Ahnung, Muskeln hat er ja. Auch wenn er nicht so ganz ausgearbeitet ist von der Grafik, aber das Spiel ist ja auch schon älter. Hier ist nichts. Stupid bimbo, I offer a little kiss in action, and she doesn't want it. Maybe you shouldn't have thrown up on her in the first place, dude. So what? What do I have to do then? Come on, dude. Let's have another drink. Yeah, let's go to her. Let's go, man. Her friend's not bad, actually. Yeah. I think I can have her. No problem. So, jetzt gehen wir mit ihr noch hoch. Ich muss die ist ein bisschen doof, ich brauche irgendwie noch einen Knopf. Ich habe nämlich die Info jetzt genau auf die Kamera gelegt. Dieses extra Moment. Das da muss ich anders machen. Das ist ein bisschen kacke. Nächster Feuerregal, dann mache ich den hier. Komm. Müsste so gehen. Hoffe ich doch mal. So, ich spiele jetzt noch bis zum ersten Speicherpunkt. Das Doofe. Ich sag nicht das andere Wort. Das Doofe ist halt, du kannst nicht keine CDs finden und dann abspeichern, was ein bisschen doof ist. All these glasses. Looks like someone got a head start. Look, they forgot their dirty magazines. So, rich kids are human beings after all. Hier ist auch abgeschlossen, aber hier ist ein Fenster. So. Fenster öffnen. This mess. Well, people had fun. But und natürlich gehen die Blumen erst auf, wenn ein Fenster offen ist. Und da unten geht's schon ganz schön zur Sache. Oh cool, what a strange little key. Habe ich letztes Mal gar nicht gefunden. Das war geil. Cool, dass ich's nochmal durchspiele. Einige Ordner entwickeln. Warte mal, okay. Ohne Griff lässt sich der Schrank nicht öffnen. Nutzen? Funktioniert nicht. Okay. Einige Ordner. Hm? Hier geht auch nichts. I don't understand a word of this. You better take a look, Amy. Okay. Amy kann ja entziffern. Deswegen gehen wir mal gerade hier mit ihr hin. Schreibe ich es mir jetzt auf und merke ich mir das. 1873, ich versuche es. Ansonsten muss ich es nächstes Mal aufschreiben. So. I'm hurt and they've killed my boyfriend. It will soon be your turn. Take the gun in the billiards room. Hier ist nichts, hier ist außer Alk. Echtes amerikanisches Billard, professionelles Zeug. Eins, acht, sieben, drei. There it is. Now that I like. So I won't be shooting my load tonight then, huh? You just save your ammunition for later. Ihr hört jetzt schon die gruselige Musik. Möchtest du diese Blume wirklich berühren? Das ist der einzige Weg, wie man speichern kann. Das finde ich nämlich doof. Das heißt, wir müssen jedes Mal... Ja, Panik bei der Bruderschaft ist nämlich jetzt schon der Speicherstand, den ich vorher hatte. Und hier habe ich auch gehangen. So.
Und ich würde sagen, that thing blew my mind. My head is spinning. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wo es dann weitergeht. Also, bis dann. Ciao.